Häufig können Gründungs- oder Wachstumsprojekte eines Unternehmens nicht durch Eigenmittel, durch Eigenkapital finanziert werden. Und auch bei Bestandsunternehmen ist es häufig so, dass die Innenfinanzierung alleine nicht ausreicht. Dann ist eine Alternative, einen Kredit aufzunehmen. Nur was genau ein Kredit bedeutet und wie er funktioniert, darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer und Coach, sondern habe auch selbst Kredite genommen und immer mehr Kredite auch gegeben. Und weil es alltäglich ist und vielleicht auch für dich als Gründer der erste Schritt auch zur Finanzierung sein kann, dein Vorhaben auf den Weg zu bringen, ist es relevant und entscheidend, genau darüber Bescheid zu wissen, worauf du dich einlässt, was die Voraussetzungen sind, aber auch was die Gegenleistungen für einen Kredit sind. Befassen wir uns zunächst mit der Wortherkunft. Dieses Wort Kredit kommt, wie viele unserer Begriffe, aus dem Lateinischen. Und das Verb hierzu lautet credere, also jemandem glauben oder jemandem vertrauen. Und das entsprechende Substantiv, also creditum, bedeutet, jemandem etwas im Treu und Glauben anzuvertrauen. Also das im Treu und Glauben Anvertraute. Und bei diesem anvertrauten Gut kann es sich um ganz unterschiedliche Dinge handeln. Es kann tatsächlich einmal tatsächlich Geld sein, also der sogenannte Barkredit. Aber es können auch Warenkredite sein, also von einem Lieferanten, der einem Händler oder einem Produzenten Rohstoffe oder Waren überträgt und auf Kredit anvertraut. Aber es kann auch in Form der Kreditleihe einfach die Kreditwürdigkeit sein. Also dass beispielsweise du von der Hausbank Fördermittel, Finanzierungsmittel bekommst und dahinter steht eine Bürgschaftsbank oder eine KfW-Bank und gibt dann eine entsprechende Bürgschaft. Dann handelt es sich um eine Kreditleihe, also um eine Leihe der Kreditwürdigkeit. Und die Bezeichnung wird auch hinsichtlich der Dauer ebenfalls unterschieden. Sind es also nur kurz- oder mittelfristige Kredite, so spricht man tatsächlich auch hier nur von Krediten. Sind die Geldleihen, also die anvertrauten Güter oder die finanziellen Mittel, eher langfristig, dann spricht man vom Darlehen. Und in der Regel ist es so, dass ein Unternehmen oder eine Person sein Geld nicht einfach kostenfrei oder absichtslos verleiht. Denn der Glaubende, der also anderen sein anvertrautes Gut im Treu und Glauben übermittelt, überträgt, übereignet für eine gewisse Zeit, der will vom Schuldner in der Regel als Gläubiger auch bestimmte Kosten damit einnehmen. Bei der Bank sind es meistens außer den klassischen Zinsen noch Bankgebühren. Manche Banken wie die Volks- und Raiffeisenbanken bieten dem Schuldner auch an, dass er diese Bankgebühren bezahlt, dadurch, dass er Anteile, also Genossenschaftsanteile, erwirbt. Zusätzlich gibt es aber noch Kosten für die Kreditleihe oder für Bürgschaften. Die sind auch in der Regel mit 1,5% im Jahr auch noch einzupreisen. Und wenn man vorzeitig tilgen möchte, also sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, dann auch zahlen muss, dann spricht man von Sondertilgungskosten. Der wichtigste Erfolgsfaktor tatsächlich für die Ausbezahlung eines Kredites ist deine Kreditwürdigkeit. Denn der Glaubende, also der Gläubiger, der dir sein Geld und Gut anvertraut, der will natürlich nicht nur Zinsen haben, sondern will vor allen Dingen auch das anvertraute Geld und Gut zurückhaben. Deshalb prüft er deine Kreditwürdigkeit. Und bei der Kreditwürdigkeit, nun, da geht es um zwei Perspektiven, nämlich einmal die rückwärtsgerichtete, die vergangenheitsorientierte Perspektive und die zukunftsorientierte. Bei der vergangenheitsorientierten Perspektive wird in der Regel all das abgefragt, wo deine wirtschaftlichen Aktivitäten und Zahlungsverpflichtungen und Leistungen abgebildet sind. Hier sprechen wir von der Schufa, also deinem Score. Wir sprechen aber auch von der KREFO, der Kreditreform, da hast du auch einen Score, der sollte unter 300 liegen. Und das dritte ist, was immer häufiger auch angefragt wird bei Banken standardisiert, ist die Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Finanzamt. Das bedeutet also, der Gläubiger will von deiner Verhaltensweise aus der Vergangenheit auch einen Rückschluss darauf schließen, wie du dich in der Zukunft verhalten wirst. Deshalb braucht er deinen Schufa und deinen KREFO-Score. Die Finanzierungsmittel oder die öffentlichen Förderinstitute, die verwalten in der Regel Steuergelder und zahlen dir die in Form von Förderdarlehen aus. Und das sind Steuermittel. Und wenn das Finanzamt wiederum von dir noch offene Steuerforderungen hat, dann wirst du diese steuerlichen Zuwendungen nicht bekommen. Aber außer die Vergangenheitsperspektive wird auch noch die Zukunftsperspektive betrachtet. Und das ist die Abbildung deines Vorhabens. Und dein Vorhaben
Muss also in der Zukunft die nächsten 3 oder 5 Jahre dargestellt durch einen Finanzplan nicht nur den Break-Even, die Tragfähigkeit des Unternehmens für sich selbst, sondern auch den Unternehmerlohn tragen und vor allen Dingen die Kapitaldienste ebenfalls abbilden, sowie auch die Kapitalkosten. Kapitalkosten haben wir geklärt. Gebühren, Zinsen, andere Fälligkeiten, aber natürlich auch den Kapitaldienst, sprich die Tilgung. Das heißt, die Mittel werden auch zurückbezahlt. In der Regel hast du bei Förderprogrammen 1 oder 2 Jahre tilgungsfreie Zeit. Aber dann läuft der Kredit noch viele Jahre und du musst nachweisen, dass dein Vorhaben tragfähig ist, inklusive Kapitaldienste und inklusive der Kapitalkosten. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, sprich also dein Vorhaben abzubilden, dass es kapitaldienstfähig ist und auch letztendlich deine Kreditwürdigkeit vollständig nachzuweisen, dann kannst du Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn sowohl Investoren als auch die Finanzierungs- und Bankinstitute haben strenge Vorgaben und Auflagen, in der Regel mit Checklisten. Und diese Checklisten sind uns bekannt. Und wenn du irgendeinen Antrag einreichst für einen Kredit und deine Checkliste Anhang ist nicht vollständig, wird dein Antrag nicht mal nicht geprüft, sondern einfach zurückgeschickt. Du brauchst also vollständige und korrekte Unterlagen, die den Banker überzeugen, den du in der Regel nie sprechen wirst. Denn die Abteilung Marktfolge macht keine Kundentermine. Du siehst nur den einfachen Bankmitarbeiter, der die Unterlagen vollständig zusammenstellt, auf Vollständigkeit überprüft und dann weiterleitet. Mache also jetzt Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch, denn unsere Berater begleiten mehrere hundert Projekte seit vielen Jahren pro Jahr. Unter und im Video findest du einen Link für ein kostenfreies Erstgespräch und ich lade dich ein, davon Gebrauch zu machen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es, abonniere den Kanal und drücke auch auf die Glocke, dann wirst du weiterhin informiert. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Beantragung deines Darlehens, deines Kredits oder wie der Engländer sagt, deines Loans der Laie.